wir haben unseren lokalen Content-Manager wieder da. Habt ihr guten Content für mich, oder was? Ja, Sie können ja gerne mal ein bisschen näher treten. Wir machen jetzt mal eine Mechanik für Sie. Ohne seinen Kühler würden wir gar nicht nach Serbien kommen. Ja, danke, Mann. Ja, jetzt müssen wir erstmal unseren vorläufigen Kühler ausbauen. Hier, das ist das serbische Patent gewesen, einfach ein Rohr. Und jetzt kommt der geliehene Kühler da rein. Ab jetzt wird alles festgehalten da. Meine Tante und mein Cousin sind auch noch da und sagen Goodbye. Genau. Goodbye, Deutschland. Kurz vor der Abfahrt wird nochmal der Reifendruck geprüft. Wunderschöne Schlappen. Wunderschöne Schlappen. Das Radlager macht Faxen. Steinmetz! Wir räumen das Auto aus. Oh, den Simplex darf der Leo nicht sehen. Hey, du hast doch erzählt, es wäre Spende vom Leo. Andenken. Die Serben haben geklaut. Das ist Andenken. Andenken. Für unseren Tor, ja. Leo, der Feuergott. Aber wir haben unseren lokalen Content-Manager wieder da. Habt ihr guten Content für mich, oder was? Ja, Sie können ja gerne mal ein bisschen näher treten. Wir machen hier gerade eine Mechanik für Meisterleistung. Ich komm rum. Schau nicht, Achtung, ich steig drüber. Also. Was machst du? Was mache ich? Fürs eine, das alte Thermostat gereinigt ein wenig und das bauen wir wieder ein, weil das neue, was wir gekauft haben, funktioniert nicht. Und das haben wir ausgebaut, weil der alte Kühler schlecht war. Ja, jetzt habe ich nebenbei gemerkt, dass auch die Wasserpumpe... Wo ist die Wasserpumpe? Hier unten, da ist die Wasserpumpe. Da läuft Wasser. Weil der Motor wurde ein paar Mal heiß und irgendwie müssen wir da jetzt mal gucken, die gehört neu abgedichtet. So, da ist die Wasserpumpe. Da, hier war die Dichtung kaputt, weil der Motor wurde zu heiß und dann ist Wasser rausgelaufen. Jetzt haben wir die Wasserpumpe ausgebaut, haben die alte Dichtung abgeschabt, schön sauber gemacht und danach mit Bremsreiniger entfettet. Und danach natürlich hitzebeständiges Silikon drauf, weil wir keine Originaldichtung für das Ding haben. Und hier Thermostat. Hier ist das Thermostat. Da haben wir das Thermostat gereinigt, Funktionalität geprüft mit kochendem Wasser. This is how we do. Einen besseren. Okay, der Shawny tut hier gerade die Bremsbeläge wechseln. Die Bremse wieder draufschrauben. Vorher hat er sie runtergeschraubt. Bremsbeläge sind schon gewechselt. Ich habe keinen Plan, was der Unterschied zwischen Bremsbeläge und Bremsscheiben ist. Willst du es mir kurz erklären? Ja. Das hier. Und die Bremsbeläge sind hier zwischendrin. Hast du immer zwei. Das war voll die Scheißarbeit, weil es verrostet war. Ist halt so bei so alten Kannen, aber dafür halten sie dann auch ewig, ne? Da geht es nicht darum, irgendwas Gutes zu bringen, sondern einfach das, was die wirklich machen, im Hintergrund zu verduschen. Unterm Strich steht ein, Deutschland ist cool. Nur die Politik ist am Arsch. Genau, Hammer. Bratwurst, Gewürz gehabt,
dann auch vegetarisch und organisch halt so. Ja. Was machen wir? Hier, wir gehen jetzt zum Arzt, Alter, hol uns erstmal einen Attest. Und ja, was brauchen wir noch aus der Stadt? Käse. 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 Und ein Schneidbrett. Eine Schraube. Oh, die Schraube. Schraube, tote Schraube. Was brauchen wir, neue Schraube? Unsere Wasserpumpe. Weil sonst? Sonst fliegt die Schraube raus. Und sonst gibt's kein Wasser mehr. Ganz klar. In Serbien gibt's auch Basketballplätze. Ja. Und Fußballplätze. Hier gibt's auch so immer. Jedes Jahr gibt's ein Fußballturnier. Kleinfeld. Kleinfeld. Und Beton. Serbischer Straßenbau. Was erzählen dazu? Das ist das älteste türkische Bad in Europa. Das älteste türkische Bad in Europa. Das ist ein traditionelles türkisches Bad, wo der Boden geheizt wird, sondern er ist in der Mitte wie so ein Pool. Wo ist die ganze Zeit heißes Thermalwasser, wo rein soll. Wo genau das ist, verraten wir aber nicht. Wann gehst du heute? Wann ich heute gehe? Ja. So schnell wie möglich. Wir müssen es jetzt aber auschecken mit dem Heu. Der ist ja rot. Warum ist denn der rot? Weil das organische roter Mais ist. Alte Sorte, mein Freund. Sehr schön. Da gibt es noch gelben. Das wäre in Deutschland wahrscheinlich Ausschuss, Alter. Da hinten kann man weichen. Aha. Ja, der ist ein wenig gemischt. Der hat sich gekreuzt. Das ist ein kleiner Ruder. Genau. Der ist hier durchgecheckt, im Sack. Und die ganzen Kolben geerntet. Und danach einfach mit dem Balkenmäher umgefahren, Alter. Und eingesammelt. Oder so tück, 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 jedes Ding einzeln rausgeschnitten. Fressen die Pferde? Ja. Okay. Ja, was ist mit dir? Oh Gott. Ach Gott. Ja. Komm mit, hopp. Komm mit, hopp. Komm. Anna, ich habe was für dich. Hey. Die Anna, der Esel, kriegt bunten Mais. Bunten Mais. Thank you.
Ja, die Sache ist die, der Schorni hat jetzt gerade den Traktor zurecht gemacht. Und was machen wir jetzt? Gas geben! Wir haben nämlich gestern Grasdeal gemacht mit dem Nachbarn. Und jetzt gehen wir da hoch und holen das Zeug ab hier mit dem Anhänger. Ja, so ist das Leben. Ich hock hier im Anhänger. Steil! Äußerst steil! Erklär mal, wessen Heu holen wir hier? Vom Nachbar. Ach, das ist, ja, da ist das Gras von unserem Grasdeal. Okay. Ich wollte es eigentlich anzünden, okay. Aber gut für Pferde halt. Super. Extra. Ja, sagt deine Mutter immer. Extra. Ist noch zu haben. Wenn wir umkippen, ist eh rum. Hallo Freunde.
Das ist der Wasserschlauch für die Pferde, der wird zurückgezogen, wenn der Druck voll ist. Und am nächsten Tag wird er wieder nahegelegt oder abends, je nachdem, wie viel die saufen. Shawnee und ich gehen jetzt einkaufen in die Stadt. Wir dürfen nicht sagen, was es für Stadt ist, Shawnee. Es geht niemandem was an. Ey. Jeder darf uns hier besuchen, aber dann kriegt er erst auf den letzten Drücker mitgeteilt, wo wir uns befinden. Zeitweise? Ja. Du nimmst einfach dein Bild mit und gibst Geld ab. Stellst du sich hier halt mit rein? So ist es hier oft. Das kann ich hier irgendwie noch nicht so richtig einordnen, dass sie irgendwas anfangen. Nee, die machen gar nichts, das ist schon seit Jahren so. Ach so, okay. Das wurde irgendwann mal angefangen und steht hier rum, Alter, und ist ja, jetzt halt am Zerfallen. Und so scheiße ist es ja gar nicht, was die hier angefangen haben. Müll dorthin lagern. Sie ist doch alles voller Müll. Das Treppenhaus ist auf jeden Fall ziemlich fancy, ey. Hab ich so auch noch nie gesehen. Ist rund einfach, rundes Treppenhaus. Alles Beton. Woher hast du eigentlich Euro? Ja? Woher hast du Euro? Voll verkauft. Ah, und das bezahlt mein Euro oder was? Ja, ich hab gesagt 150 Euro. Jawohl. Wie spricht man das aus auf Serbisch? Deutsch. Idea. Idea. Idea oder Idea? Idea. Idea. Viele. Ist keine Schlange da. Hast du auch gedacht, dass die Schlange so lang wäre? Ja, Mann. Glück gehabt, ey. Jetzt waren wir noch beim örtlichen Bäcker. Ja, Mann. Was gab's da jetzt? Was haben wir uns da gekauft, sag mal? Spinat-Käsetasche. Ah, Spinat-Käsetasche war das. Ja, Mann. Das hat irgendwie nach Fleisch ausgesehen für mich. Ja, noch das mit Fleisch und mit Kartoffelzwiebel. Passt schon, wir machen eh Detox, deswegen muss das nicht unbedingt Fleisch sein. Ja, Mann. Das ist da. Komm mal hinter dir. Diese großen Dinger. Alter, was? Daraus machen die hier Brennholz, Alter. Daraus würde ich mal 6 Beistelltische machen, ey. Noch größere benutzen sie als Brennholz. Ronny, was haben die hier gemacht? Geschnitten. Dann sind Zwetschgen halt abgeholzt. Warum? Ja, weil sie schon viel zu alt sind und nicht mehr so viel zu produzieren. Wir hängen Wäsche auf. Hier gibt es nämlich keine Oma mehr, wo er die Wäsche macht und dann aufhängt. Da muss man sich selber kümmern, Alter, wenn man was Frisches zum Anziehen will. Ja, Mann. Ist normal hier. Das ist normal hier, ey. Auch schönes Wetter für Wäsche aufhängen. Fängt gleich an zu regnen, aber egal. Ja, soll ich das lassen vielleicht lieber? Ja, muss noch nicht. Ja. Das Regnen fängt es noch nicht an.
Der Hausmann. Der Hausmann? Ja, Mann. Okay, Johnny, es ist Samstag Mittag, kurz nach 12 Uhr. Was machen wir? Ein bisschen aufräumen. Wir räumen hier die Bude leer, dass wir die herrichten können. Wird nicht gefaulenzt hier bei uns. Wir räumen das jetzt erstmal alles leer. Alles, was hier nicht rein soll, runter. Alles, was in den Müll kommt, in den Müll. Dann müssen wir hier das Dach sichern irgendwie. Aber das machen wir nicht heute, das machen wir erst, wenn der Häuptling wieder da ist. Ja, Mann. Das hat er hier mal provisorisch, hat er sich mal provisorisch das Leben gerettet mit Spanngurten. Puff, 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 batsch, batsch, bang. Na, Servus, ist ja voll gemütlich bei dir, Alter, sag mal. Jetzt ist alles sauber. Jetzt ist sauber, ne? Hat das lang gedauert? Nee, Alter, überhaupt nicht. Siehst du mal, Alter, zack, ist ein Wohnzimmer fertig, ey, was geht ab? Also da oben haben wir jetzt halt diesen Raum haben wir sauber gemacht, da. Das ganze Holz hier hingeschmissen. Dann haben wir es geschnappt. Und es hier aufgesetzt. Das ist das Holzlager. Wird nichts weggeschmissen. Kann man alles nochmal benutzen. Hier alle Dachlatten, da werden Rigipsplatten draufgeschraubt. Alle, jetzt weiß ich, was dieses Geklicke ist. Jetzt ist es abgestellt. Okay, was kochen wir jetzt, Herr John? Wozu brauchen wir die Reibe, Alter? Wir schnibbeln erstmal Zwiebeln und schneiden uns dabei fast in die Hände. Ja, Mann. Zwiebeln vielleicht. Aber Zwiebeln hier gibt's glaube ich gar kein Zwiebeln in diesem Land. Ich hab meine Zwiebeln aus dem Garten. Hä? Ich hab meine Zwiebeln aus dem Garten. Ah, eigene Zwiebeln. Ja. Kannst du auf die Hälfte? Ja. Dann lässt du das da dran. Dass du nicht anfängst zu weinen. Ist so. Das wird ein bisschen scheiße, ne? Okay, wir haben die Wurzel dran gelassen. Zeig mal, dreh mal rum. Scheiße, Mann. Ah, doch, geht, schau mal. Wir haben die Wurzel dran gelassen. Warum? Weil wir da nicht weinen müssen. Ja, Mann.
Das spritzt sonst. Tut man das einfach so. Zack, 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 zack. Ja, Mann, umdrehen. Das ist echt professionell, Junge. Ja, ich kann eigentlich kochen, aber ich kenne keine Rezepte. Ja, du musst ja nur deine eigenen Rezepte können, Alter. Mann. Weißt du, was der Tamasch immer zu mir sagt? Der Tamasch sagt zu mir, habe ich dir schon mal erzählt, ne? Ich erzähle es dir nochmal für die Kamera, das ist die Leute vor den Bildschirmen auch erfahren. Kochen ist wie Komponieren. Und wer gut Musik machen kann, der kann auch gut kochen. Schau. Hätte ich die Wurzel abgeschnitten, hätte ich jetzt geheult. Ja. Ja, ihr seid das Wolfpack. Oder was? Wer von euch will zu mir? Keiner? Hm?